Wir verantwortungsvoll in Berlin demonstrieren. Vor ein paar Tagen haben wir andere Bilder am Reichstag gesehen. Und ich bin allen, die heute hergekommen sind, auch wenn sie Politik kritisieren, was in einer Demokratie völlig in Ordnung ist, ich bin dankbar, dass ihr zeigt, man kann mit Anstand, man kann ohne Reichsflaggen, man kann ohne Nazi-Symbole demonstrieren in Berlin. Dafür ein großer Dank an alle, die heute hergekommen sind. Das ist Demokratie, wie wir sie wollen. Und das Zweite als Vorbemerkung, bevor ich konkret was zur Politik sage. Ich habe selbst 14 Jahre lang als Musiker auf der Bühne gestanden. Ich war nicht so erfolgreich, deswegen musste ich in die Politik gehen. Aber ich sage euch, ich hatte Sonntag Karten hier in Berlin für Rage Against the Machine, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und es fehlt mir, ich wünsche mir, dass endlich wieder Kulturevents in Deutschland massenhaft stattfinden können. Ich will, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das hinbekommen. Ich will, dass wir lockern. Das ist ganz wichtig, weil Kultur mehr ist als einfach nur Wirtschaft. Das bereichert, das ist Haltung, das ist für unsere Gesellschaft wichtig. Und deswegen kann ich euch sagen, hier stehen zwei und das stellvertretend für unsere Bundestagsfraktion. Wir wollen mit euch darüber reden, wie wir es hinbekommen und nicht, wie wir Dinge verhindern. Das ist ganz wichtig für den Dialog. Und wenn wir jetzt aber über die konkreten Maßnahmen, und das will ich in den paar Minuten, die ich habe, auch sagen, dann müssen wir bei den Hilfsprogrammen besser hingucken. Die Pandemie hat uns alle gefordert und es gab keine Blaupause und wir brauchten erstmal die großen Lösungen. Aber ich weiß durch viele Gespräche, auch in meinem Wahlkreis, mit Veranstaltern, mit Lichttechnikern, mit den Kreativen, dass ganz viele Maßnahmen heute noch nicht funktionieren. Deswegen müssen wir bei der Verlängerung der Hilfsprogramme gucken, wie wir die Schwellen absenken, wie wir es passgenauer hinbekommen, wie wir zum Beispiel auch andere Kosten, die Fixkosten, Personalkosten, wie wir solche Dinge mit reinnehmen können. Zweiter Punkt, wir müssen bei der sozialen Absicherung, und das ist uns allen, glaube ich, nochmal gemeinsam deutlich geworden, wir brauchen da strukturelle Veränderungen, weil doch gerade im Bereich der Kreativen wir so ein Mischmaß, so viel Diversität haben, so viel Unterschiedlichkeit. Und wir brauchen euch im Solidarsystem, das ist die mittelfristige Aufgabe für Politik. Jetzt gerade geht es darum, die Vermögensprüfung rauszunehmen, damit ihr alle auch Anspruch auf soziale Sicherung habt. Aber mittelfristig ist das eine große Aufgabe, die wir verändern müssen. Auch die Kurzarbeit gehört dazu.